Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich schicke euch ganz, ganz herzliche sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um eine Nachricht für dich. Ich schaue für dich in die Karten, in die Tarotkarten und werde dir berichten, was die Karten dir denn jetzt mitteilen möchten. Und ich lege heute das Tarot auf Mystical Moments. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Ich fange jetzt einfach mal an. Eine Nachricht für dich. Das ist einiges, aber das wollte unbedingt mitgenommen werden. Okay, dann ist es 4 und 4. Okay. Ist mal die obere Reihe. Ich habe ein bisschen zu wenig Platz auf dem Tisch. Also widme ich mich erstmal der oberen Reihe. Und ich habe hier den Gehängten, die 3 der Schwerter, die 5 der Stäbe und die 8 der Kelche. Ja, das ist die allererste Botschaft für dich. Ich habe das hier so. Es kann bei einigen von euch so sein, dass in einer Liebesangelegenheit momentan überhaupt sich nichts tut. Ja, Stillstand, Pause. Kein Kontakt, keine Nachricht. Also die andere Gruppe kann sein, dass da eine Verletzung vorgefallen ist und man braucht Zeit, um darüber hinwegzukommen. Du wurdest verletzt, muss nicht jetzt vor kurzer Zeit sein. Es kann auch sich hier handeln um Monate, vielleicht sogar um Jahre. Aber diese Verletzung hindert dich daran, zu leben, zu lieben, in der Liebe Glück zu finden. Und ich habe hier für dich einen neuen Weg. Habe ich. Ja, das ist die Botschaft hier, dass du einen neuen Weg beziehungsweise sogar vielleicht einen Ausweg finden wirst. Aus dieser Lage, aus dieser Verzweiflung, aus diesem Liebeskummer, aus diesem Unangenehmen, vielleicht kehrt es immer wieder, ja, und das blockiert dich, das lässt dich hier in der Luft hängen. Kann sein, dass du hier in der Luft hängen gelassen worden bist. Man meldet sich nicht, er oder sie hat dich vielleicht sogar blockiert. Kann sein, dass diese Person sich einfach weg ist, untergetaucht ist, du weißt nicht, was los ist. Kann aber auch sein, dass man sich von dir getrennt hat. Das kann auch so sein. Auf jeden Fall hat es dir nicht gut getan. Du wurdest auf diese Art und Weise verletzt und diese Verletzung ist tief, was ich hier so sehe. Kann auch sein, dass du momentan Liebeskummer hast einfach, ja? Weil diese Person ist nicht so für dich da, wie sie sein sollte. Beziehungsweise was du brauchst von diesem Menschen. Dieser Mensch gibt dir momentan nicht das, was du brauchst, was erforderlich wäre, damit es dir gut geht. Und ich habe hier so eine Liebeskummer, so vermissen, kann auch eine Verletzung sein aus der Vergangenheit. Wie gesagt, muss nicht unbedingt jetzt super aktuell sein, aber das ist noch in dir drin. Diese Pfeile stecken immer noch in deinem Herzen, auch wenn es 10 Jahre her ist. Du hast das irgendwie noch nicht überwunden. Ich habe hier auch jemanden, der dadurch irgendwie so schwebt, in der Schwebe sich befindet und keinen Boden unter den Füßen bekommen kann in Sachen Liebe oder Freundschaft. Das kann auch hier Freundschaft sein, ja? Aber ich habe hier die Kelche und die Stäbe. Das zeigt mir hier Liebe und Leidenschaft. Darum geht es hier in der ersten Botschaft. Ja, und auch wenn das Jahre her ist, ja, du kriegst keinen Boden dadurch unter den Füßen irgendwie. Du schwebst immer noch da irgendwo rum. Und vielleicht hattest du in der Zwischenzeit schon mehrere Verbindungen, mehrere Partnerschaften, aber es ist nichts draus geworden,
weil diese Verletzung nicht geheilt worden ist. Wie gesagt, kann aber auch was ganz Aktuelles sein. Du wurdest jetzt verletzt, jemand hat dich stehen lassen, jemand hat dir was Böses gesagt, was Unnettes irgendwie angetan, kann auch so sein, ja, sich falsch verhalten. Ich habe hier Liebeskummer. Du kannst auch jemanden sehr, sehr stark vermissen. Und diese Person ist nicht bei dir. Du hast aber Zeit gebraucht. Das ist auch hier die Botschaft. Du hast Zeit gebraucht, um nachzudenken, um vielleicht auch in dieser Schwebe einfach zu sein, um alles aus einer anderen Perspektive dadurch betrachten zu können. Und was mir hier angezeigt ist, diese Schwebezeit. Du hängst in der Luft, damit ist es vorbei. Das nimmt ein Ende. Du wirst hier die Möglichkeit haben, das zu verarbeiten. Diesen Herzschmerz, dieses Liebeskummer wird weg sein, wird weggehen. Du wirst hier endlich handlungsfähig werden, egal wie diese Situation, wie das Szenario hier bei dir aussieht. Ob das jetzt neu ist, frisch ist, ob das jetzt ein Schlussmachen war, eine Herzverletzung, unschöne Worte, jemand meldet sich nicht, ist abgetaucht, untergetaucht, oder ob das etwas ist aus der Vergangenheit. Ja, du wirst jetzt handlungsfähig werden, weil ich habe das hier so, das hat dich blockiert, da konntest du nichts machen. Vielleicht waren das auch so negative Umstände, irgendetwas von außen. Kann auch sein, dass das noch dazugekommen ist. Und jetzt bist du endlich dann handlungsfähig. Also ich habe das hier, das verändert sich, das ist anders. Diese Herzverletzung kann hier durch dein Zutun, aber auch von außen, durch die Situationen, durch Begebenheiten kann endlich aus der Welt geschaffen werden, geheilt werden. Du bekommst wieder Boden unter den Füßen. Und du weißt auch jetzt dann ganz genau, was zu tun ist, weil du siehst einen Weg, einen neuen Weg in Bezug auf die Liebe, egal wie dein Szenario hier ist. Ja, du wirst einen neuen Weg entdecken. Dieser Weg wird sich vor dir auftun und du kannst sehr viel machen. Du kannst auch sehr viel Einfluss haben auf die ganze Liebesgeschichte, auf die ganze Liebessituation. Ich habe hier Paare. Ja, diese Karte ist sehr schön und du gehst hier deinen Weg. Überall um dich herum sind Paare und du siehst diese Paare und diese Paare. Das ist auch für dich so ein Zeichen, dass du auch ein Paar sein wirst mit jemanden, ein Paar bilden wirst mit jemanden. Und du hast jetzt hier die Möglichkeit, eine Herausforderung kommt auf dich zu. Du wirst herausgefordert werden in Sachen Liebe. Ich habe hier Leidenschaft, ich habe hier vielleicht auch ein bisschen Drama, Streit kann auch so sein, Auseinandersetzung, aber auf der anderen Seite sich liebevoll miteinander auseinandersetzen, ja? Und du kannst hier sehr viel ausrichten. Du hast sozusagen dein Kleid, dein Unterkleid, dein Unterrock, also das untere Teil des Kleides ist hier wie ein Schachbrett und auf diesem Schachbrett befinden sich mehrere Figuren. Und du hast den Überblick, weil du hast hier auch den Überblick erhalten, den Durchblick erhalten, eine Idee, eine zündende Idee, Erleuchtung, du konntest endlich klar sehen und deswegen diese Verletzung spielt keine Rolle mehr und du fängst an zu tun, zu machen. Es wird auch sich das ermöglichen. Also dir wird das ermöglicht werden, dass du hier machen kannst, tun kannst, deine Energie, dein Engagement zeigen kannst. In Sachen Liebe, in Sachen andere Menschen. Wenn du Single bist jetzt, wirst du hier mehrere Menschen haben, mit denen du was anfangen kannst. Mehr oder weniger. Du kannst wählen, du kannst auswählen. Und wenn du in einer Partnerschaft bist oder da ist jemand bei dir, du wirst viel Einfluss haben auf die ganze Situation mit dieser Person und es sind noch irgendwie andere Menschen dabei. Und auf die wirst du auch Einfluss haben. Du bist
diejenige oder derjenige, der entscheidet, Entscheidungen trifft, diese Schritte tut, plant und dann diese Schritte ausführt. Ich habe hier auch so sich zusammenraufen irgendwie, aneinander geraten und nicht mehr ausweichen, sondern sich dem Ganzen stellen und mit dem anderen auch Tacheles reden, einfach machen und auch mit viel Engagement, Freude und auch Feuer. Und dieser neue Weg, ich habe das hier so, da kannst du endlich diese Vergangenheit hinter dir lassen. Du gehst diesen neuen Weg unbeschwert, dass dieser Weg führt ins Ungewisse. Aber du gehst ihn unbeschwert. Diese Last der Vergangenheit ist weg. Und dieser neue Weg ist besser als der alte Weg. So wird mir hier das angezeigt. Ja, das ist hier auch eine Botschaft. Dieser neue Weg ist besser als der alte Weg. Das kann aber auch ein neuer Weg sein mit dem jetzigen Partner. So muss das nicht sein, dass du jetzt jemanden neuen kennenlernen wirst. Ich habe das eher so, wenn du Single bist momentan, dann hast du hier mehrere Möglichkeiten und deinen neuen Weg kannst du gehen. Aber wenn da jemand bei dir ist, mit dieser Person kannst du hier diesen neuen Weg gehen. Ich habe hier Unsicherheit. Ich habe hier so ein bisschen Angst vielleicht auch vor dem, was kommen wird. Die Angst kann dir nicht genommen werden, aber der Weg ist sicher, wie du hier siehst. Das kann dir gesagt werden hier. Das ist die Botschaft. Der Weg ist sicher. Du hast links und rechts Wasser, ja. Das sind Gefühle. Das sind auch so tiefe Gefühle. Das ist auch dieses Undurchsichtige, diese Möglichkeiten, ein Ozean an potenziellen Möglichkeiten, ja, aber die sind nicht sichtbar, die sind noch verborgen. Das macht dir auch Angst, aber trotzdem, hier kannst du sehen, dass der Weg sicher ist. Siehst du auf dieser Karte, das ist ein sicherer Weg. Obwohl es ein Weg ist ins Ungewisse. Trotzdem, du hast genügend Energie, um den Weg zu gehen und auch am Ende das zu haben, was du haben willst, weil das ist eine Herausforderung für dich. Ja, ich habe hier eine Herausforderung für dich in Sachen Liebe. Das wird auf dich zukommen, das soll ich dir hier sagen. Das war auch die erste Botschaft. Und jetzt kommt die zweite Botschaft. Ich habe hier die 7 der Stäbe. Den Tod, die 2 der Schwerter und die 3 der Münzen. Das ist jetzt eine andere Botschaft. Das hat jetzt mit der oberen Reihe nicht mehr viel zu tun. Das ist etwas komplett Separates und ich habe hier für dich eine transformative Phase, die auf dich zukommen wird. Du kannst dich nicht dagegen wehren. So habe ich, das soll ich dir jetzt hier so sagen. Das Einzige, was du tun kannst, du kannst diese transformative Phase oder diese Transformation, diese Veränderung, diese Umwälzung, die auf dich zukommt, kannst du verlangsamen, verzögern. Aber du kannst es nicht aufhalten. Das kommt. Die Veränderung kommt in dein Leben. Du warst bis jetzt blockiert. Du hast dich vielleicht auch nicht getraut. Du hast gedacht, das Leben ist ungerecht, das Leben ist böse, das Leben spielt dir übel mit, du hast irgendwelche Widersacher, du hast vielleicht war das auch so. Kann sein, weil diese Karte, die spricht davon, es kann so sein, das kann aber auch eine Einbildung sein. Dem ist nicht so, aber du denkst das, ja? Du deutest irgendwie die Zeichen falsch. Also ist es eigentlich egal, ob du das dachtest oder ob das wirklich so war. Ja, damit ist jetzt Schluss, das sagt die Karte. Entweder wirst du dich wehren, durch diese Transformation, durch diese Veränderung, kannst du dich dagegen wehren oder dein Blickwinkel wird sich verändern und du wirst erkennen, dass da keine Feinde da sind. Und wenn da irgendwelche Feinde da sind, sie werden abhauen, so habe ich das hier, weil du so stark sein wirst, so in deine Kraft kommen wirst hier und die Kraft kommt von innen, hier. Der Tod zeigt hier auf dieser Karte, dass die Kraft von innen kommt. Du wirst aufblühen. Du wirst dich neu entdecken. Du wirst dich neu erleben können. Du wirst vieles anders machen können. Das Alte geht definitiv. Obwohl, das könnte etwas auch mit der oberen Reihe zu tun haben. Ja, jetzt sehe ich das. Jetzt sehe ich das, dass es eventuell auch was, dass das die Fortführung von diesem Weg ist. Ja, kann auch sein, muss aber nicht.
Das muss nicht. Weil hier war das speziell auf eine bestimmte Liebesangelegenheit bezogen. Und das kann auf alle Lebensbereiche sich beziehen, auch Beruf, ja, Finanzen, Familie habe ich hier auch unten. Eine krasse Transformation. Entweder wird sich in deinem Leben etwas ganz extrem verändern oder du wirst dich ganz extrem verändern. Ich habe hier eine extreme Veränderung für dich. Könntest verlangsamen. Du könntest das etwas angenehmer für dich dadurch gestalten, dass du das so ein bisschen langsamer machst. Ja? Immer wieder dich zurückziehen, nachdenken, überlegen und dich neu justieren in dieser Veränderung, in dieser transformativen Phase. Weil eine transformative Phase kommt jetzt auf dich zu in Bezug auf einen Lebensbereich. Ganz Spezielles, etwas ganz Spezielles. Da wird sich alles verändern. Und wenn nicht alles, dann sehr, sehr vieles. Also diese Veränderung wird bedeutsam sein für dich. Und du brichst aus deinem kleinen Gefängnis aus. Das zeigt hier auch die Karte. Aus deinem vielleicht sogar Gefängnis, so auf der Hut sein. Ich habe niemanden, der irgendwie zu mir steht. Ich habe niemanden, der mich mag. Alle wollen nur das Schlechte. Alle sind gegen mich. Kann auch hier sowas sein. Muss nicht. Ja, kann aber auch sein. So. Und das ist so ein bisschen so deine Vorstellungskraft. Kann aber auch wirklich so sein. Ja, wie gesagt. Und da wird sich das alles total verändern. Entweder wirst du diese Idee, diese Einstellung, die in dir drin ist, fallen lassen. Sie ist ausradiert, ausgelöscht. Oder du wirst hier diese Feinde oder diese Menschen, die irgendwie da so bei dir da sind, die dir nicht gut tun, du wirst dich davon verabschieden oder sie gehen einfach, sie verschwinden. Das kann auch so sein. Und eine schöne Zeit kommt auf dich zu. Das Gefängnis ist zu. Du bist nicht mehr da drin. Es ist weg, es ist verschwunden. Dein inneres Gefängnis, ich habe das hier auch symbolisiert, hier durch diese Rippen, dass du dich irgendwie in dir drin auch verkrochen hast, kann auch so sein. Und du brichst aus. Du befreist dich, du wirst befreit vielleicht auch, ja, kann auch von außen kommen. Und du kannst das Ganze verlangsamen, du kannst auch nachdenken, überlegen, du kannst auch dich zurückziehen, du kannst auch Nein sagen zu vielen Dingen, die da auf dich zukommen und die dadurch verzögern. Aber die kommen dann trotzdem, aber dann ist es nicht mehr so extrem, sage ich mal. Und dann beginnt der Aufbau. Fantastisch. Also das ist hier, könnte so ein bisschen anstrengend klingen, könnte auch anstrengend sein für dich dann, aber dann beginnt die Aufbauphase, die Ausbauphase mit den drei der Münzen. Du kannst sehr viel machen, sehr viel bewirken, sehr viel auswirken. Du kannst dir was aufbauen, was ganz, ganz groß ist. Du kannst sogar ein neues Leben beginnen. Du kannst auch in einem Bereich von deinem Leben von null an oder von neu an etwas ausbauen, aufbauen oder weiterbauen an etwas, wo du gemerkt hast, es geht nicht. Du warst blockiert. Das konnte nicht. Es ging nicht. Und da ist auf einmal, das ist weg, das wurde transformiert, das wurde verändert und du kannst hier jetzt weiterbauen an dem, was du die ganze Zeit schon vorhattest oder was du schon begonnen hast und dann ging es nicht weiter. Ja, das ist so wie ein unfertiges Haus, vielleicht stehen die Mauern, aber das Dach ist noch nicht drauf oder der Innenausbau ist noch gar nicht vorhanden, es stehen nur die Mauern, ja, und das Dach. Sowas sehe ich hier. Und dann kannst du weiter ausbauen. Du kannst dir daraus irgendetwas ganz, ganz Wundervolles hinzimmern. Das ist hier etwas, was dir auch dienen gut wird, also gut dienen wird. Das kommt dir zugute. Das wird dich auch erfreuen. Das wird dir eine Freude sein und auch irgendwie so mehr geben für dein Leben. Und das kannst du entweder anfangen zu bauen oder weiterbauen durch diese Veränderung, durch diese Transformation. Und das kann jeder Bereich deines Lebens sein. Vielleicht auch mehrere, kann auch sein. Ja, weil diese Transformation hier sehr, sehr stark. Diese Veränderung. Also es kommt eine Veränderung auf dich zu. Das möchten dir die Karten hier sagen. Das ist die Botschaft. Eine Veränderung kommt auf dich zu. Du wirst
um dich herum die Veränderung sehen, spüren können oder du wirst die Veränderung sein. Das kann auch hier auch so sein, dass es aus dem Inneren kommt, diese Veränderung. Ja? Und ich sehe hier auch noch am Rande einen Vertrag, die 3D Münzen, das könnte auch ein Vertrag sein, irgendetwas Vertragliches, da könnte irgendwie eine Unterschrift noch dazukommen. Also wenn es irgendetwas dann mit irgendeinem Vertrag zu tun haben sollte, dieser Vertrag ist positiv für dich, ja? Lies dir das Kleingedruckte durch, aber trotzdem, du wirst nichts finden. Du kannst auch hier Hilfe bekommen. Auch andere werden irgendwie dran beteiligt sein oder du wirst andere noch dazu holen. Das kann auch hier so sein, ja? Das wollte ich hier dir noch sagen. Das sollte noch diese Botschaft vervollständigen. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, einen Kommentar schreiben, würde mich sehr freuen, vielleicht ein Like geben, wenn dir die Legung gefallen hat oder wenn dir das gut gefällt, was ich hier mache. Du kannst meinen Kanal unterstützen, unten gibt es eine Spendenfunktion in der Leiste mit den Likes und Dislikes, gibt es ein Herzchen, wenn du magst, sehr gerne, würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich, lad mich zum Kaffee ein, wenn du willst. Ja, und du kannst natürlich auch Kanalmitglied werden hier bei mir. Die Kanalmitgliedschaft ist kein Abo. Mit einem Klick bist du raus, sogar am gleichen Tag, wenn es dir nicht gefällt. Aber so kannst du meinen Kanal unterstützen, so kannst du energetisch mit mir in Verbindung treten, vielleicht so ein bisschen Austausch, ja, energetischer Austausch, wenn du daran glaubst oder wenn du mich einfach unterstützen möchtest, ja. Es gibt für die Kanalmitglieder immer wieder regelmäßig Legungen, die nur für Kanalmitglieder bestimmt sind. Das ist eine abgeschlossene kleine Gruppe und ich lege für diese Gruppe Karten. Ja, und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.